Hallo, meine erfolglos Lava-angelnden Campbeschenker und herzlich willkommen zurück bei deren Lauschig. Flauschigen Ründchen hier bei Stardew Valley. Hallo? Hui, guck mal, wer da ist. Ja, jetzt ist er schon draußen. Das finde ich ja mal süß. So, jetzt guck mal, jetzt gibt es nur einmal am Tag. Sehr schön. Hallöchen, ich muss heute in die Stadt. Die Kleine lassen wir jetzt da rumlaufen? Oder wie machen wir das? Soll ich sie mit aufs Feld nehmen? Ich kann sie ja so... Nein. Ich erzähle. Dann stecken wir einen Ring rum und dann so wie beim Ochsenflecht und dann ab rauf aufs Feld. Kann sie da krabbeln gehen? Oh, das wäre so mies. Morgen wird es klar und sonnig. Leute, denkt dran, das ist nur ein Witz. Ich habe sogar Kinder. Ich würde das den Kindern niemals antun. Aber man muss ja auch mal ein bisschen Späßler haben. Ne? Man, Witz und Realität sind immer zwei verschiedene Paar Schuhe, finde ich. Und Witze sollten nie auf dem Reellen dann sozusagen dann stattfinden. Aber ja, manche Leute sehen es immer dann gleich, dass man das ernst meint. Danke, Robin. Und da, wie gesagt, ich bin selber Vater von Kindern und würde ich dir niemals antun. Aber man soll einen Witz darüber machen. Hi, der Witzka. Warum denn nicht? Ist doch nichts Schlimmes. Ein Witz darüber heißt nicht, dass ich das jetzt auch so meine und dass das mein Anliegen und mein Ansinnen ist. Aber gut, das ist immer die verquere Aufnahme von einiger weniger, die dann den Witz gleich als real betrachten und dann darüber gehen, dann sagen, jo, du meinst es ja so. Es ist ja so. Also warum machst du das? Egal, wir wollen jetzt weiter lieber unseren Spaß haben, stattdessen uns über irgendwelche belanglosen Themen jetzt meines Erachtens zu kommunizieren. So, ihr sagt, ich soll hier eigentlich noch mehr Gras pflanzen, aber ich finde, bis jetzt läuft es doch eigentlich ganz gut. Beobachten wir mal, wenn nicht, machen wir dann noch mehr. Ja, wobei ihr seht ja schon, hier ist schon eine ganze Menge weg. Bock, 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 bock. Hügeli ist, glaube ich, noch nicht, ne? Nee, ich hoffe, es ist auch noch nicht gleich schlüpft. Nee, ist noch ein wenig im, im Eiförderprogramm. Heute wieder nur zwei davon Silber. Na egal. Also als kleine Nebeninfo, haltet euch schon mal bereit. Ab Februar werde ich dann das, was ich schon mal angesagt habe, dann auch umsetzen. Dass ich dann Richtung... Oh, guck mal, ich wollte den Käse mitnehmen. Dass ich dann Richtung... meine zwei Videos pro Tag nur noch gehe und trotzdem bei drei Let's Plays, vielleicht auch vier Let's Plays dann sein werde. Na, das muss ich noch gucken. Was ich eher überlegt habe, ist vielleicht ab und an, denn und wenn mal so ein Anf getestet oder so ein Testerino oder irgendwie sowas mal mache, ein Demo-Test, irgendwie sowas, dass ich das vielleicht mal mit hineinnehmen werde, um Spiele auch einfach mal nur für ein oder zwei Folgen zu präsentieren. Das habe ich mir überlegt, würde ich gerne vielleicht noch mal mit hineinbringen. Das wäre noch ein interessantes Thema, wo man einfach eine subjektive Wahrnehmung wiedergibt von dem Spiel, wie man sieht. Man merkt ja, was für ein Spieltyp ich bin. Und da hatte ich auch schon total Bock drauf, einfach subjektiv mal darzustellen. Das Spiel sieht für mich so und so deshalb aus, weil so und so. Da müssen wir dann mal gucken. Das will ich dann mal schauen, aber da muss ich erstmal gucken, wie ich das am besten, am schlauesten, am klügsten mache, mich da auf Trab zu halten wegen Demos und etwaige. Da könnt ihr mir aber auch gerne mal hinschreiben, oh guck mal, du pass mal auf da und hier und dort und jenes. Da ist gerade eine interessante Demo, was demnächst rauskommen soll. Wäre ja vielleicht was für dich. Seid ihr gerne gesehen, haut da gerne in die Kommentare rein. Finde ich immer, das ist sowas für und miteinander, was ich immer total liebe, das macht mir auch immer totalen Spaß. Und genau, sagt einfach Bescheid und dann gucke ich mir das an und dann könnten wir halt gemeinsam ja dann darauf dann ja einen kleinen Demo halt reinbabbeln. Das wäre schon sehr interessant, weil ich würde mich schon gerne öfters mal noch andere Spiele mit hinein, die ich mir mal angucken wollen würde. Und testet man sie an und kann man dann ja zusammen auch überlegen, boah, wer hat jetzt ein Let's Play, was meint ihr und so weiter. Das finde ich halt so, ne? Ich bin ein bisschen so gegenseitige Kommunikation weiter aufbauen. Ich finde das halt super, super interessant. Das Thema finde ich jetzt schwierig.
Nur meine Kleine hat dich Mama alleine zu Hause gelassen und nicht in... Naja, okay. Schwieriges Thema. Jetzt siehst du, da sind wir wieder bei dem schwierigen Thema. Ein Spiel, der das suggeriert könnte, ja. Ne? Nein, es ist nicht. Es ist einfach nur ein Spiel. Es ist ja alles Tuffi-Tuffi. Und keiner hat darüber nachgedacht, dass das vielleicht schlecht sein könnte. Sondern man geht hier vom Positiven aus. So. Jetzt muss ich kurz überlegen. Wir brauchen Kohle. Kohle war ab dem kalten Teil, habt ihr ja gesagt. Da kamen die Knubbelbubbles am meisten vor. Ne? Da sollten wir auch die Knubbelbubbles da in diesem Teil am ehesten besuchen. Ansonsten war dieser Tage nichts gewesen. Ne? Genau, heute ist nichts. Und auch sonst glaube ich nicht zu entsinnen, dass hier nichts weiter ansteht. Die sind nämlich alle schon... Oh, voilà, die weit fehlen. Sind die alle weit? Sind die alle weit? Und bis auf die da. Ja, unser eigenes Kind natürlich auch noch nicht. Sind auch schon alle fertig. Mani ist auch already, ne? Genau. Goose müssen wir auch noch machen. Goose, Vincent, Demetrius. Die beiden noch. Kent ist ja auch schon fast fertig. Evelyn, Luis, wo ist denn jetzt die Lea? Da, Lea fehlt noch zwei. Also könnten wir Lea eigentlich einen schönen Tropfen bringen. Bringen wir mal Lea einen Tropfen. Ich weiß nicht, ich wollte eigentlich, müssten wir noch anderes Material besorgen. Aber ja, heute ist so Kategorie, boah, jetzt schon wieder Mine farmen. Wir haben jetzt letztens erst die Angelrunde gemacht. Wobei wir müssen trotzdem ein bisschen runtergehen. Mhm. Um an die Kohle zu kommen, müssten wir schon ein bisschen runtergehen. Habt ihr recht? Habt ihr recht? Wobei wir auch mal wieder... Wir sollten mal zum Steinbruch gehen, genau, das wäre mal was. Hallöchen, meine Hübsche. Ich gebe dir hier was Schönes. Oh, das ist genau das, was ich wollte. Danke dir. Und sonst? Hallo, Frank, ist ein schöner Tag, nicht? Ja, und bei dir so? Schau doch bei meiner Hütte vorbei, wenn du jemanden zum Reden brauchst. Mache ich gerne. Bis dann. Viel Spaß beim Malen. Ja, ich würde sagen, dann machen wir uns mal auf als allererstes. Als allererstes. Gehen wir zum Steinbruch heute. Immer heute erstmal Steinbruchaufgaben. Das wäre, glaube ich, am besten. Gehen wir zum Steinbruch, gucken wir mal, was da so los ist. Ah, das ist nicht so ein cooles Stein, wo du einfach so da so 10 Kohle rauskriegst oder sowas. Ja, mein Süßer, alle Dude, mach mal. So, der kommt woanders rein. Den packe ich dir da auch noch rein. Ja, meine Hübschen. So, der Meerfisch. Naja, passt. Immer noch mit meiner Stimme zu kämpfen. Warum auch immer. Ich weiß nicht, was es ist. Stört immer noch ein bisschen, aber ich kann derzeit dagegen nicht vorgehen. Und ich weiß nicht, warum. Ich glaube einfach, der allgemeine Stress, den ich habe. Oh, guck mal, hier ist doch eigentlich gerade ganz gut. Können wir auch Stein, Holz und Kuh sammeln. Ja, doch, machen wir. Wir nutzen jetzt das ganze Ding hier mal aus. Bobbeln alles weg. Ja, okay, du musst jetzt weg. Jetzt tun wir ein bisschen Holz wieder nach. Wir haben eine Menge Holz auch verbraten. Und als nächstes, ja, komm mal weg hier. Ich muss den Steinbruch wieder als Steinbruch nutzen. Wir brauchen auch Steine weiterhin. Und die Pflanzen. Die können wir ja dann von unten auch noch nutzen. Achso, das ist gar nicht. Das ist nur der Baum, der da ist. Naja, hätte was sein können. Was coole wäre schöner. Wenn du wirklich so einen coolen Block noch hättest, das wäre doch toll. Lalalala. Ja, genau. Mehr Kohle! Wir brauchen mehr Kohle.
für unsere Farben. Interessant ist, den musst du es jetzt wegmachen, damit die anderen weiter pflanzen, wachsen können. So, wir sind jetzt gerade an so einem Scheidepunkt, weil wir jetzt. Ich warte eigentlich wirklich den Tag darauf, dass es geregnet. Ich wollte ihn jetzt eigentlich nicht zerschellen, aber irgendwie macht er gerade, was er will. Ich warte jetzt eigentlich darauf, dass es regnet, damit wir den Fisch fangen können, den Aal. Um dann weiterzumachen. Nein, dahin. Immer dasselbe mit dir. Interessant, dass ich den so wegrubbeln kann. Das war jetzt interessant. Und übers Eck konnte ich ihn wegarbeiten. Verstehe ich gerade überhaupt nicht. Ich gucke in die richtige Richtung und der bobbelt in die andere Richtung. Naja, egal. Sag dir mal wieder, ne? Na egal. Na egal. Meine Güte. Ja, heute ist wirklich so, also hatte jetzt ein recht ruhiges Wochenende. Ich hatte jetzt auch ein bisschen vorproduziert gehabt das Wochenende. Jetzt mache ich gerade am Sonntag die Montagfolge. Und bin jetzt schon so am Plan, wie es jetzt halt auch weiterlaufen soll auf dem Kanal. Und wenn also meine Punkte, die ich gerne haben möchte. Und genau, da schaue ich jetzt, wie es dann die nächsten Schritte halt sind. Ist zum Beispiel cool, dass er genau da durchhaut. Ich glaube, ich lasse das alles noch. Dass dies alles da drin ist und da weiter dann läuft. So, meine Freunde, warte mal ganz kurz. Da wurde ich gerufen. So, da ist er wieder. Nicht wundern, wenn ich jetzt ab und zu, kann das mal passieren, dass im Hintergrund einer meiner Kinder natürlich jetzt nicht, nicht meckert, sondern sich meldet. Die sind nämlich beide krank, liegen dann hinter mir auf der Couch mit Fieber. Und ja, Aufnahmen mache ich trotzdem, die liegen ja da, jetzt ist nur ein bisschen kalt. Wegen ihrem Fiebertemperaturen, um das ein bisschen zu reduzieren. Aber dann kann das passieren, dass ich dann öfters jetzt mal einen Häusle reinsetze, weil dann natürlich mich dann hinbegebe und ja. Ich glaube, das war eine Aufnahme vorhin bei. Was war das gewesen? Welche Aufnahme hatte ich gerade vorhin gemacht? Rotheads, genau, bei Rotheads war es gewesen. Da haben sie sich dann halt gemeldet und in einem Wort. ja, die hatte sich in dem Moment leider übergeben und. Ja, war super. War super. Ich muss sagen, früher war ja bei mir so übergeben. Mittlerweile ist bei mir so durch die Kinder. Das Witzige ist, ich kann nicht erbrechen, aber trotzdem ist sozusagen da, aber es geht halt nicht. Also die anderen steht schon da, machen da mit fleißig. Und bei mir ist es halt wirklich nicht da. Was natürlich immer nichts Gutes ist übrigens, ne? Weil dieser Reflex des Rauswürgens von Wageninhalten ist ja ein Reflex darauf gebunden, dass du deinen Körper in dem Sinne ja säuberst. Ist ja, dass du Giftstoffe häufig auch mal hinaus beförderst. Denn das geht mir ja dafür auch für sowas. Nicht nur einfach, weil man krank ist und das hat, sondern einfach, weil... ne? Genau. So, wir haben zumindest, finde ich, eine ganz annehmbare Runde an Material bekommen und eine ganze Menge. Nein, du sollst das nicht abbauen. So, dann legst du das da wieder rein. Dann holen wir ganz fix den Käse und den Mayo. Mayo verkaufen wir, dann haben wir da wieder auch mal ein bisschen Geld noch drin. Und diese verdammte Stimme. Ich kriege langsam selber einen Kollaps damit. Aber ich kann nichts dagegen tun. Hallo. Danke. Boah, das gab es damals so eine Zeichentrickserie davon. War auch eine ganz interessante, aber die hat, glaube ich, irgendwie nicht so komplett durchgeschafft, weil war zwar schon ein bisschen hubi-hubi, aber war nicht genügend, damit andere Leute dann sagen, yeah. Also, ne?
War auch mal mit so einer Kurzdinger. Das ist so eine Anlehnung an die Looney Tunes so ein bisschen gewesen. Aber auf eine etwas verschrobene Art und Weise. Haben so mehrere Geschichten über so einen Römer und seine Dinger da und ach, allgemein so einiges. Also, guck mal, wir sind schon bei 20. Wir haben bald die 100 Käse. Wovon aber nur ein Teil dann gemacht wird. Ich glaube, für den haben wir jetzt auch gerade noch nichts, ne? So, die Kleine schläft, da schläft, da schläft. Gut. Dann ab ins Bett, ein bisschen Geld abkassieren und zufrieden sein. Oh, 2000 ist. 2000 ist ein schönes, ein schöner Grundstock, den man sich da hineinpacken kann. Guten Morgen! Ach, ich liebe das. So, warte mal. Morgen ist Louis Geburtstag und Montag ist nichts. Oh, bitte lass morgen mal ein bisschen regnen. Wunderschön. Ich weiß, es sind schon 7 Tage und hat noch nicht einmal geregnet. Ich bin schon gespannt, ey. Heute habe ich ein wenig extra Glück. Gestern hätte ich zum Händler gehen können. Ne? Weißt du was? Die Mama ist schon wieder nicht da, mein Kleiner. Die Mama ist schon wieder nicht da. Was sollen wir denn damit machen langsam? Da kommt auf jeden Fall eine ganze Menge Zeug raus, dann, wo wir wieder ein bisschen Geld dann bekommen. Das liebe ich. Das Interessante ist, daraus machen wir dann auch sozusagen nur einen Dings. Erdbeermarmelade sozusagen machen wir daraus. Ja, das war richtig. Look, 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 look. Aber wir sollten doch das wieder so machen, wie wir es immer gemacht haben. Gold und Silber verkaufen wir, um ein bisschen Geld mit einzunehmen. Und alles andere packen wir in eine Tonne rein. Vielleicht nehmen wir nochmal. Hier. Dann geht es gar nicht mehr. Oh. Genau. Nee, wir machen die auf jeden Fall weg. Guten Morgen. Du kannst doch unser... Nein, ich sag nichts. Wir sagen nichts. Nein, lassen wir es. Nee. Beste Grüße aus der Kaligo-Wüste. Besuch mich mal hier draußen. Mir ist echt langweilig. Ich habe ein Geschenk aus der Wüste mit reingepackt. Du kannst vorbeikommen und mir persönlich danken. Schlaue Masche. Komm mal vorbei und grüße mir. Grüße. So, wir haben jetzt 9 weitere davon mit reingebracht. So, jetzt können wir den nochmal. Finde ich eigentlich ganz gut, dass wir den jetzt hier einfach mal ein bisschen bearbeiten. So, was haben wir denn hier noch? Ja, okay, das kannst du dir. Ja, Snoopy Puffy. Alle Duty, bin gleich bei dir. So. Flup, 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 flup. Das ist, wir brauchen jetzt schon Erdbeer auf. Ja, wir brauchen wirklich die Mehl. Wir brauchen mehr davon. Damit wir schneller damit was verdienen. Jetzt brauche ich 30, ne? Genau. Damit wir schneller was verdienen, müssen wir eigentlich mehr Kisten machen. Weil bis das hier durch ist. Weiherei. Und wenn du, ich glaube, du kannst nachher 100 Kisten auch von den 100 hier reinstapeln. Das wäre eigentlich passend. Und stapelst hier von 100 rein, von dem anderen 100 rein. Und fertig aus ist es. So, pass mal auf. Das verkaufen wir, das verkaufen wir. Weil davon kriegen wir ja noch einige. Glaube ich. Aber wir müssen ein bisschen Geld machen auch mal. Wir wollen ja die nächsten Sachen aufbauen. Sollten wir nicht vergessen. So, rein da, rein da, rein da. Ach komm, weißt du was? Rein da. Das ist ein Geschenk, kann man verkaufen. Hier machen wir das noch. Das mit dem Lava machen wir noch. Ich würde jetzt aber gerne erstmal versuchen, hier alles fertig zu kriegen. Hi Schnuffi. Wird man gleich mal in die Saatkiste packen. Weitere 5. Ich mache jetzt erstmal nur, dass das hier voll ist. Dann mache ich hier eine riesen volle Plantage. Und dann machen wir nur die Uralt und dann immer wenn 100 sind. Wir machen das dann auch, der andere Reifefass auf 100 ausgebaut ist. Boah, könnte man eigentlich schon fast machen, wa?
Was kostet mich die nochmal? Ich brauche 50 Kupfer, 50 Eisen und 50 von denen, ne? Es ist machbar. Dann könnten wir eigentlich sagen, wir erweitern das Ding. Wir erweitern das Ding. Und dann haben wir da die Weinproduktion dann extrem angestochen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gut. Bock, 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 bock. Jetzt kommen sie nicht mehr rein. Ein bisschen kalt hier. Holla, die Waldfee. Ist durchkalt, ist durchkalt, ist durchkalt. So. Jetzt machen wir das mit dem Keller. So. Jetzt da hinten mache ich dann auf jeden Fall durch, dass wir das. Ich würde gerne den Kristallpfad mal wirklich anlegen und mal gucken, wie das aussieht. Und würde dann das auch ein bisschen weiterführen dann mal. Boah, das passt ja dann mit dem Angeln. Wir können ja dann da auch weiter angeln und können uns ja dann weiter die wichtigen Sachen da herausziehen. Was soll ich das meinen? So, das würde uns auch eine ganze Menge bringen. Unten nochmal gießen. Und dann wirklich vielleicht in die Mine gehen. Ich brauche Kupfer eine ganze Menge und dann das andere eine ganze Menge. Dann machen wir halt mal so wieder unsere Arbeiten halt, die wir so im Allgemeinen ja wieder mal tätigen und brauchen. Und Kupfer ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass wir das uns zusammen sammeln. Genau. Du sagst das, mein Hübscher. Genau, nächste Dinge noch reinpacken. Guck mal, das sind ja im Endeffekt schon 100. 100 Wege. 100 Wege. Der Weg ist eigentlich nicht schlecht. Da könnte man hier schon mal eine ganze Menge umarbeiten. Entschuldigung, muss ich auch mal kurz gucken. Wegen den Kindern. Ist jetzt dann immer ein bisschen so ab runter. So, die brauche ich auch mal wieder. Ich suche jetzt Kupfer als allererstes. Erstmal kümmere ich mich um Kupfer jetzt, ja. Kupfer ist ganz wichtig. Und so wichtig und richtig und lichtig. Lichtig? Warum lichtig? Einfach nur so. Braucht was zum Reimen. Oh. So, Kupfer, Stein, Kupfer, Stein. Natürlich nehmen wir alles mit, ne? Also wir werden nicht nur das eine Ding da machen, sondern wir nehmen alles damit. Die großen Steine brauchen wir auch alle, da müssen wir auch nochmal weitermachen. Dass wir da auch dann noch vorankommen. Oh yeah! Das ist eine Kupferanzahl. Und sogar darunter noch eine Leiter. Passt gleich doppelt. Hä? Manchmal ist es ein wenig schwierig. Ist mal so ein bisschen entspannt, dass wir jetzt einfach mal, sag mal, dass wir jetzt einfach gerade so ein bisschen an den letzten Zügen so sind, so ein bisschen die letzten Vorbereitungen treffen. Finde ich irgendwie sehr schön. So dieses Auswuchten, dass wir jetzt die komplette Produktion dann halt reinkriegen. Sagen können, so, pass auf, wir haben jetzt komplette Fässer voll, dass du wirklich Bier, Wein und Co. in Windeseile produzieren. Das ist mir schon ganz wichtig, dass wir das hinkriegen. Wenn wir das gut hinkriegen, können wir danach nämlich auch viel weitergehen.
Oh ja, das ist auch wieder gut. Ja, oh ja. Unser Drang, hierher zu gehen, das wird auch gleich belohnt. So. Hier bekommen wir eine ganze Menge Kupfer. Danke. Ja, ich muss ja noch trotzdem hier mal durchbubbeln und zu gucken, wo die Leiter ist. La 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 la. Überall sehe ich Kupfer. Kupfer, 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 Kupfer. Da ist übrigens die Leiter. Wir brauchen aber noch Kupfer und die Maden nehmen wir auch nochmal mit, weil daraus können wir nochmal was machen. Und Reis wollten wir auch mal anbauen, ne? Aber das sollten wir irgendwie am Wasser machen, hieß das ja. Wann kann man denn immer. Wächst in 8 Tagen, dann ist nur im Frühling. In 8 Tagen. Wollen wir das mal machen? Legen wir uns nochmal so einen kleinen Kupferfeld. Ach, Kupferfeld? Legen wir uns ein kleines Kupferfeld an, dann wächst das einfach alles und dann können wir unser Kupfer ernten. So, so ist das Leben. Vor allem, wir ernten Kupfer. Problem ist, wir müssen halt extremst viel Kohle farmen. Weil wir müssen ja das Kupfer halt einschmelzen. Eisen einschmelzen. Also ich glaube wirklich, Kohle ist das Ding, wo ich mir da doch mal überlege, es zu kaufen. Weil insgesamt die Anzahl einfach extrem hoch ist. So, links ist schon mal aufgedeckt. Weil die Anzahl, die wir benötigen, ist ja schon riesig. Ja. Ich werde heute nochmal eine Runde aufnehmen. Ich habe gerade so dieses befriedigende, beruhigende Spielen so gerade. Weißt du, wie ich das meine? Weil ich weiß, dass es alles gerade einfach nur ganz locker flockig sein muss. Die Woche wird noch ein bisschen hart sein, aber wenn alles gut geht, habe ich vielleicht Ende der Woche mein Ziel erstmal erreicht, was ich erreichen wollte. Und kann mich dann weiter auf andere Dinge noch konzentrieren. Und wie gesagt, ab Januar ist ja dann, also Waterheads hört ja jetzt die Woche auf, die jetzt, also die Woche jetzt, wo die Aufnahme auch rauskommt. Das ist, passt ja gerade, das ist ja Montagaufnahme. da wird dann Waterheads nämlich zu Ende gehen. Dann mache ich erstmal eine Pause von dem dritten Let's Play. Sag erstmal nur die 2 Let's Plays, die ich habe, werde ich dann auch erstmal weitermachen. Und werde danach mit Ending zurückkehren. Das ist ein ganz schönes Spiel über Füchse. Die letzten Füchse seiner Art und du musst da einfach durchbringen, Entscheidungen treffen, etc. pp. Und nach der Pause kommt es mit Ending wieder und da ist dann aber mit dem Doppel, mit den 2 und abwechselnden etc. pp. Und da wollte ich es dann so handhaben. Wow. Dass ich vorher nochmal ein Video mache und dann alles ganz bequem halt loslege. Ohne Stress, ohne... ja, die 3 sind derzeit nicht schaffbar. Insbesondere wenn mein Ziel, was ich erreichen möchte, ich es schaffe zu erreichen. Ach so, du bist nur ein Stein. Ach, du bist nur ein Stein. Minenarbeit ist tolle Arbeit. Erst gestern Holz und heute Minenarbeit, Steinarbeit. Wir bereiten wirklich alles vor. Man merkt also, wir sind wirklich dabei. Unsere letzten Sachen. Oh, da kriege ich einen Anruf, meine Freunde. Bin gleich wieder da. So, Anruf erledigt. Und genau, hier sind wir jetzt auch fertig. Dann gehen wir mal noch eine Ebene tiefer. Wow. Das ist so gemein. Du kommst gerade rein und dann kommt der gleich. So, jetzt geht's ja weiter. Hä? Manchmal habe ich irgendwie das Gefühl. Oh ja, warte mal, geht gleich runter, wa? Tschüss. Ich wollte jetzt nicht die Ebene haben, ich wollte halt unsere Ebenen haben, weil ich ja Kupferfarm bin. Und alles andere interessiert mich eigentlich gerade gar nicht. Kupfer, 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 Kupfer. Kupfer und Stein, das muss es sein. Da, la, 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 la. So. Quarz ist auch ganz gut. Daraus können wir später dann nochmal den verfeinerten Quarziten machen, damit wir da dann auch nochmal
Wie gesagt, den Weg auf jeden Fall umbauen. Oh, hier oben. Hier oben sind auch ganz gut. Autsch. Dass wir getroffen wurden, natürlich eher weniger. Aber hier ist jetzt auch nichts weiter gut. Dann gehen wir nochmal eine. Wobei ist schon 22.20 Uhr. Nee. Wir gehen jetzt Richtung Heimat. Wir gehen jetzt Richtung Heimat. Räumen die Sachen noch weg. Dann machen wir heute schon wieder Feierabend. Ist halt so. Ist aber gut schon wieder vorangekommen. Wir haben eine ganze Menge Stein nochmal bekommen. Kupfer natürlich ist ja auch immer sehr wichtig. Licht da rein. So, dann wollen wir mal anfangen. Nein, da sollte man ein Feld machen. Nein, da. Da. Nächstes. Haben die den Tag jetzt aber auch wirklich gut wieder ausgenutzt, das darf man nicht vergessen. Also sind jetzt gut hin und her, sind dorthin, dorthin und dorthin und haben alles sehr gut ausgenutzt. Konnten noch mal ein bisschen Kupfer halt uns erfarmen. Kohle jetzt nicht, die Kohle geht es nur unten, wo wir Eisen kriegen. Wie gesagt, bei Kohle bin ich mir noch dabei, zu überlegen, einfach zu sagen, komm, nehmen wir das Geld mal in die Hand kaufen, weil wir müssen ja auch so viel benutzen, um das zu brennen. Ne? Das haben wir ja auch noch nicht vergessen. Wir müssen ja das alles noch brennen. Aber wer verkauft denn Kohle? Aber es verkauft ja keiner Kohle, oder? Das ist die Frage. Wer verkauft denn Kohle? Na egal, ach, ist was, komm hier rein damit. Nein, ist jetzt egal, ist schon spät. Oh, gibt's doch nicht. 65, 70, 90, 10 nochmal und dann haben wir's. So, das packe ich da hin und bring ich morgen weg. Ihr schlaft beide schon schön. Na, dann werden wir uns mal hinlegen. Eine wunderschöne gute Nacht. Wünsche ich euch. Ja, endlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass Geoden gefunden werden, ist verdoppelt. Gemologen, Edelsteine. Nein, wir wollen die Geoden finden. Geoden sind mir wichtiger. So, wir machen jetzt, ja, guck mal, haben wir noch ein bisschen was an Geld eingenommen. 15.000 war über die 100.000 wieder raus, weil wir jetzt natürlich die Erdbeeren hier natürlich gut was eingenommen haben. Hier noch ein bisschen die 4,5 noch mit reingenommen. Mayonnaise mit den 1,4. Da kommen wir ja schon immer ein bisschen auf. Ein bisschen Money Money. Aber dann war es das für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Komm, hier ist immer was Feines. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Da hat der Luis Geburtstag, den beschenken wir. An dem Sonntag werden wir dann auf jeden Fall mal wieder in die Wüste gehen, Treppen besorgen. Und die Händlerin ist ja auch nochmal da. Da gucken wir dann auch nochmal nach, ob die Händlerin da irgendwas für uns hat. Vielleicht den Aal oder das andere Ding. Wäre natürlich schön, weil ich würde gerne den Bundle fertig machen. Oder was auch noch reichen würde, wäre Wolle. Dann machen wir das Spindelrad und produzieren einmal, zweimal, dreimal, viermal Stoff und gucken mal, ob die Mühle da unten reinpasst. Dann könnte ich mir da unten noch dieses schöne Feld mit Mais noch ganz gut vorstellen. Da hätte ich auch nochmal totale Böcke drauf. Das wäre auch nochmal was ganz Interessantes. Würde ich vielleicht dann auch ein bisschen anders machen. Klar, ich werde es dann nicht effizient dann aufbauen. Aber wenn, dann würde ich mir vielleicht überlegen, ganz viele Einzer-Dinger zu machen von dem, wobei, nee, brauchst ja nicht Einzer, kannst ja trotzdem so machen mit denen. Ja, doch, das müsste gehen. Ja, genau, dass wir so schönes Weizen-Maisfeld da unten haben, wo wir dann das noch nutzen können. Irgendwie irgendwas sowas in der Richtung, das gucken wir uns mal dann an. Aber ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen. Ihr habt euch die Folge angeschaut habt und alles erdenklich Gute bis dahin. Tschüss.